Thema Fachkräftemangel, Herr Dr. Poppert. Wie lässt sich der Fachkräftemangel beseitigen, auch mit Blick auf Digitalisierung? Die Basis ist, die Ausbildung zu intensivieren. Wir brauchen mehr in der Ausbildung für alle Berufe, für die Ärzte und Ärzte, Pflegenden, aber auch weiteren Gesundheitsberufen. Um die zu bekommen, müssen wir natürlich auch das Berufsbild in der Qualität verbessern und die Arbeitsbedingungen verbessern, damit eben mehr diese Ausbildung machen wollen. Und diese Arbeitsbedingungen verbessern bedeutet zum einen natürlich, entsprechende Gehälter anzupassen, die finanziellen Anreize zu schaffen, aber eben weit auch mehr, nämlich den Beruf attraktiv in ihrer Arbeit zu gestalten. Und dazu gehört gerade in den Gesundheitsberufen, dass wir denen, die dort arbeiten, wieder mehr Zeit für die Patientinnen und Patienten geben und nicht für die Organisation und Bürokratie. Und da spielt die Digitalisierung eine entscheidende Rolle, weil die Digitalisierung aus meiner Sicht Möglichkeiten schafft, eben gerade organisatorische und bürokratische Arbeiten effizienter, schneller zu machen, um denen, die in den Gesundheitsberufen arbeiten, wieder mehr Zeit für das Menschliche, nämlich für die Patientinnen und Patienten zu geben. Wo ist denn da zu optimieren mit Blick auf die Digitalisierung in den Krankenhäusern? Wir brauchen eine finanzielle Offensive, eine Digitalisierungsoffensive, die kann durch das Krankenhauszukunftsgesetz jetzt mit 4,3 Milliarden Euro für die Kliniken gegeben sein. Aber das Entscheidende ist bei dem Geld, was jetzt nun reingibt, dass man es effizient und gut einsetzt im Sinne der Mitarbeitenden. Was wir in den letzten Jahren gesehen haben, waren viele Entwicklungen im digitalen Bereich, die eben von der IT geschaffen worden sind, aber nicht genau im Sinne für diejenigen, die es dann am Ende anwenden. Die Nutzer, die das Nutzen haben, beim Nutzen den Nutzen nicht verstanden. Und das war das Problem und ist immer noch das Problem. Und hier müssen wir besser werden bei zukünftigen Investitionen im Bereich der Digitalisierung. Was können denn Krankenhäuser dazu tun, um ihre eigenen Strukturen, um ihre Fähigkeiten mit Blick auf Digitalisierung zu optimieren? Sie müssen die Mitarbeitenden einbinden. Da sehe ich zum Beispiel ein Format wie den IT-Beirat etwas, wo Geschäftsführer, ITler, Pflegende und Ärztinnen und Ärzte hier zusammensitzen, die Wünsche äußern und dann das entsprechend auch umsetzen, damit diejenigen, die es am Ende nutzen, bei der Umsetzung bereits von Anfang an mit beteiligt sind. Da sind wir schon bei dem Thema Kommunikation, und zwar interdisziplinäre Kommunikation. Wie ist denn so etwas zu schaffen? Bisweilen gibt es ja, oder mittlerweile löst sich zwar der Knoten, aber bisher war es doch so, dass die IT zum Beispiel und die Medizin zwei unterschiedliche Welten waren. Was ist da zu tun? Man muss an einem Tisch sein, miteinander sprechen, sich austauschen und dann gemeinsam die IT implementieren. Das am Tisch sitzen und zu kommunizieren, das ist die Basis dann der am Ende erfolgreichen Kommunikation. Vielen Dank, Herr Dr. Poppert.